Ihr liebt Wein und alles, was das leckere alkoholische Getränk mit sich bringt? Dann solltet ihr euch unbedingt diese 5 Weinregionen Deutschlands ansehen. Hier beginnt nämlich im Herbst die Hochsaison der Weinlese. Neben köstlichem Wein lernt ihr hier auch die Weinkultur hautnah kennen. Erstens: Moselregion. Die Weinregion an der Mosel gehört zu der ältesten Weinlandschaft der Welt. Dazu weist sie auch eine unfassbare Historie auf, denn schon vor 2000 Jahren benutzten Römer und Kelten die steilen Weinreben, um ihren Wein anzubauen. Führende Rebsorten sind hier vor allem Riesling, Müller-Thurgau und Elbling. Zweitens: Pfalz. Auch die Pfalz ist für ihren Weinanbau sehr bekannt. Sie profitiert vor allem durch ihr mildes Klima mit rund 1800 Sonnenstunden jährlich. Mit 5455 Hektar ist die Pfalz das größte Rieslinggebiet der Welt. Doch auch Pfälzer Rotweine glänzen durch außerordentliche Qualität. Drittens: Sachsen. Sachsens Weinregion ist zwar überschaulich, hat aber dennoch viel zu bieten. Wer neben Qualitätswein auch gerne schöne Städte besichtigt, ist hier genau richtig. Nahe der Weinberge liegt die Dresdner Alt- und Neustadt mit trendigen Bars. Die Spitzenweine Müller-Thurgau, Riesling und Weißburgunder sind hier besonders bekannt. Viertens: Franken. In Franken findet ihr tolle Weiß- und Rotweine in den bekannten Boxbeuteln. Die bauchigen Flaschen sind typisch für Franken und sind unverkennbar. Weinkultur wird hier großgeschrieben. Neben Weinanbau gibt es hier auch viele Weinfeste in Schlössern oder Höfe mit außergewöhnlicher Weinarchitektur. Fünftens: Rheingau. Die Region Rheingau verspricht euch einen goldenen Herbsturlaub. Windgeschützt zwischen den Bergen Taunus richtet sich der Hang Richtung Sonne. Durch das milde Klima sprießt hier vor allem die Rebsorte Riesling. Doch auch die Sorten Müller-Thurgau und Spätburgunder werdet ihr hier finden.